So Leute, willkommen zu einer neuen Folge Sülze mit den wunderbaren Leuten, die immer dabei sind und hier jetzt erstmal ab zum Intro. Sülze! Ja Leute, heute spielen wir Bigfoot. Ich freue mich sehr, ich habe das schon sehr oft gespielt, vor allem auch im Stream. Und heute ist der liebe Störsen wieder Bigfoot, aber... Anders als in den Folgen davor bei Hen und Störzig, deswegen check die Folgen ab, werden wir es heute versuchen mit dem Voice im Game, wie es dann wird. Ich habe noch einen tollen Kommentar mitgebracht für euch. Theoretisch müsstet ihr als Sülze in Sülze ein Restaurant aufmachen, in dem Sülze verkauft wird, während die besoffenen Sülze-Fans am Tresen nur Sülze reden. Das würde ich sehr feiern. Am besten mit Sülztorte und Sülz-Ringewurst leicht gesäuert. Ich will Rebranding. Sehr. Fühle ich sehr. Dann haben wir noch einen tollen Post, den habe ich euch reingepostet. Community-Aktivierung, sag es bitte genug. Genau, jetzt haben wir noch eine wunderschöne Community-Aktivierung, die ich auf jeden Fall highlighten muss, da ich das letztes Mal sehr gefühlt habe. Ja, Leute, ich habe etwas von der lieben Julinda und zwar etwas, was ich sehr fühle. Guten Abend zusammen, habe heute ein passendes Bild zur Hashtag Sülze-Folge gezeichnet. Mama Gnus sauer, weil mich Störsi gefühlt in jeder Folge als erstes gefunden hat und getötet hat. Mein Fuß ist auch schön angeschwollen, nachdem ich diesen Kinderwagen den Berg runter getreten habe. Fühle ich auf jeden Fall sehr, Störsi. Da müssen wir nochmal quetschen und ich finde, quetschen. Das nächste Fan hat dann, wo Gnu mich quetscht. Ich will dich squishen und quetschen. Und ich finde auch dein Schnuller wunderbar. So, und jetzt gehen wir auf ins Game. Ich freue mich. Muten wir uns jetzt und probieren das aus, richtig? Ja. 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 Da kommt ein Auto angefahren. Ihre Abfahrt. Ja, dann viel Erfolg euch. Und dann würde ich sagen, hallo, hallo. Oh ja, ich höre euch. Perfekt. Hallo, ja. Es ist Proximity. Oh, nur so. Ich aua! Der Feuerwehr brennt mich! Hallo, ich höre dich, Papa. Du hörst mich? Okay, wunderbar. Hallo, hört ihr mich? Nick mal mit dem Kopf, wenn du mich hörst, Max. Hört ihr Gnu? Ich höre... Ja. Gnu höre ich nicht. Nee. Ach so, was? Ah! Ah! Scheiße! Okay, nimm die Signalfackel. Let's go. Komm. Ey, solche Verräter, ne? Die sind einfach ohne uns weggerannt. Jeder in seine eigene Richtung aus Stress und haben uns zurückgelassen. Hanno? Jo, Gnu, wie ist die Lage? Er am Arsch, Papus oben tot, schnell hol Heilung. Das kann dir noch. Hast du was? Hey, drück doch M, dann weißt du's. Wie M? Der lebt noch, der blutet aus. Sie brauchen schnell ein Medkit. Hast du eins? Ja, ich war bis eben auch die ganze Zeit weg. Okay, komm mal mit. Hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Ja. Hallo? Hä? Komm mal mit. Du redest die ganze Zeit über mich. Okay, das kommt... Ich glaube, das, was du sagst, kommt mega delayed bei mir an. Ja, ich glaube auch. Oh nein, er ist tot. Und ich glaube auch, dass wir deswegen uns alle nicht... dass wir alle verstreut weggegangen sind. Du redest gerade in diesem Moment noch in-game mit mir. Das ist du komisch. Bist, du laberst mich die ganze Zeit zu. Ich glaube, der holt gerade so nach, was du alles sagst für mich. Ja. Oh, ich habe gerade... Du redest immer noch mit mir. Ich habe gerade über dich gelästert. Das kommt ja dann auch gleich. Nein, Spaß. Bei mir ist, das war eigentlich ganz witzig, Sterzig vorbeigerannt und hat irgendwas mit einem Schalter von Big Mac erzählt. Ja, und ja das habe ich bei Gnu erzählt. Ach, das ja, also ich glaube, dieser Voice-Chat wird übel aufgerollt, so. Ja, und dann habe ich Papus Leiche gefunden und er hat auf einmal am Stück alles erzählt. Also wirklich komplett alles, was er wahrscheinlich in der gesamten Aufnahme erzählt hat, ist einfach so hintereinander weggerattert. Das ist mega gruselig eigentlich. Ja. Abfahrt. Abfahrt. Okay. So, meine süßen Leute, das mit dem Voice war dann wohl ein Fail? Wir haben uns die Geschichten alle eine Stunde später erzählt. Das verstehe ich auch, warum einfach alle weg waren und Sterzig als Bigfoot, keine Ahnung was, war einfach mega weird. Jedenfalls machen wir es jetzt so, Störsi ist jetzt im Teamspeak, okay. Er ist jetzt gemutet. Ganz kurz, ja. Kalle und ich looten den Van, ihr das Zelt. Ja. Jo, gute Idee. Genau. Und jetzt machen wir es so, dass halt Störsi einfach gemutet ist und uns nicht hört. Und er weiß direkt schon, wo wir sind. Ist nicht schlimm, denke ich. Also nimm die, kann ich die Sniper wegen meinen Skill-Perk? Dann mach ich 10% mehr Schaden. So. Okay, habt ihr draußen alles gelootet? Ja. Sollen wir vielleicht echt direkt zu dem Dorf? Nee, weil wir sollen uns direkt aufteilen. Zu zweit, zwei nach links, zwei nach rechts, oder? Okay. Ich, aber, ja, okay. Also ja, nur,
Und dann wieder hierher kommen, ja, beispielsweise. Dann gehe ich, okay, zum Fluss. Wer kommt mit? Ich komme mit. Okay, dann, Kalle, wir gehen Richtung Berge. Ja. Und immer wenn er ruft, müsst ihr die Richtung wechseln, würde ich vorschlagen. Ja. Hoppala. Und euch echt in, meinetwegen, euren Busch verstecken. Aber ja, sieht er uns dann? Oder können, wenn wir stehen bleiben, sieht er uns nicht? Weißt du das vielleicht? Sieht uns, der sieht, okay, uns. Er sieht uns für 2 Sekunden, meinte er. Ja. Also auch, er wenn sieht, wir stehen bleiben. Ja, er sieht, dann, er sieht uns nicht wirklich, wo wir stehen. Er sieht aber so einen roten Schleier. Und ah, weiß dann, in welche Richtung er gehen muss, um zu uns zu kommen. Okay, ah, das ist aber gut zu wissen, weil dann bringt Verstecken ja wirklich was. Genau. Okay, also kommt, er wittert uns nicht so wie Tiere. Sehr gut. Ja, genau. Dann lasst ihn uns jetzt fertig machen, Leute. Weil wir stinken. Stinket. So, blub, 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 blub. Das heißt, wenn er auch engaged, ich zum Beispiel eben, er war mir dran, als wir beim Van waren, jetzt eben in der ersten Runde. Mhm. Ja. Und ich habe richtig die Biegel gemacht durchs Unterholz und er hat mich dann verloren. Echt? Weil halt Nacht auf war. Sehr gut. Keine Ahnung. Also kann auch sein, dass er sich eh umentschieden hat. Aber ich glaube, oh, gerade. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Echt? Hörst du ihn? Hörst du ihn? Du kannst ja, er beobachtet mich, er ist am Haus und schaut mich an. Okay, dann. Oh mein Gott, es ist gruselig. Ich nehme schon mal eine Falle in die Hand und platziere sie vor mir. Genau, ich mach die Biege, ja? Ich hau rein. Ja, hau rein. Ich hab die, Falle hier. Holy shit. Irgendwie schnauft's hier, aber es ist einfach nur unheimlich. Und oh, guck mal, wenn er in die Falle ist, dann weg. Okay. Ins Unterholz, die Zeit. Und auch generell, wenn du eine Signalpistole hast, hast du eine? Ja, ich hab jetzt, ich hab dann, keine. Wenn er an dir dran ist, abschießen. Achso, das ist keine. Ich glaube so, auch die Fackel und die Falle, das alles nur nutzen, um zu entkommen. Ja. Okay. Ach du Scheiße, holy shit. Er hat auf mich eine Gasding-Kartusche geschmissen. Die Sau. Ich bin halt hier ein bisschen trapped, aber es ist so schlimm. Weißt du, jemand blickt da oben für den Tresor hier? Lootet ihr so lange, ja? 6180, glaube ich. Ich hatte letzte Runde ein Zettel. Ich glaube, das ist ganz schlecht, dass ich hier alleine bin. Mir ist falsch. Weil ich bin hier wirklich trapped. Ja, das Ding ist, also ich habe ein Gewehr. Ich habe halt auch keine Signalfackel, nichts. Ja, ich leider auch nicht. Ich habe nur eine Falle. Aber okay, ich komme mal, vielleicht kriegen wir das hin. Ja, du kannst versuchen einfach, wenn er dich jetzt wirklich die ganze Zeit engaged, so durch Fenster springen. Hast und du so über Zaun. Das Gute ist, ihr könnt ja looten so lang, ne? Aber wenn du stirbst, ist er trotzdem nicht worth. Hier ein Gewehr habe ich, ja. Ich weiß den Code leider nicht für den Dings. Mhm. Wir können mal gucken, vielleicht liegt er hier irgendwo rum. Ich gehe mal checken. Mann, stört sie, geh weg das jetzt! Das muss irgendwo auf einem Zettel stehen. Okay, Gnu, ich habe eine Falle, ja? Ich überrasche ihn und dann rennst du. Oder renn mal mir entgegen. Renn mal mir entgegen. Ja. Okay, renn einfach mal zu mir und biege ums Haus ab. Und sobald du vorbei bist, lege ich eine Falle. Ah! Zu mir, zu mir. Mach die Taschenlampe auf. Ah! Renn zu mir, ignorieren. Du guckst nicht, wo ich bin. Oh mein Gott, ich hab den Wolf angegriffen. Okay, jetzt. Warte, lauf nicht in die Falle. Lauf nicht in die Falle. Okay. Das Fleisch eigentlich auch essen? Nee, ich glaub nicht. Er ist in die Falle. Ja, gut, dann geh weg. Okay. Am besten teilen wir uns auf. Weiter zum Lager. Genau. Ich lauf schon mal Richtung Norden. Süden? Süden. Ron? Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Er ist an mir vorbei und hat mich verloren. Er ist bei mir, Mann! Wie kann denn das sein? Ja, richtig. Hey, jetzt hat er mich gesehen. Hä? Dann. Ich glaube, dass das nicht so funktioniert. Naja, du hattest die Taschenlampe an, genug. Nee, ich habe die gerade erst angemacht. Ich habe die gerade erst angememacht, weil ich nicht sehe. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich. Er haut halt jetzt einfach die ganze Zeit auf mich ein. Wie viel Leben hast du, genug? Ich heil dich. Warte, komm her. Nein, nicht. Okay. Ich habe noch 70. Wie viel Leben hast du? Mach ich habe auch noch genug. Taschenlampe aus, wenn er nicht an uns dran ist. Er läuft dir hinterher. Ja, er sieht mich. Ich glaube zu den Fallen. Okay. Er hat mich auch zu den Fallen. Ja, wir müssen immer zu viel rumrennen, das war total dumm. Wo liegen aber die Fallen? Ich hier überall, bei mir. Okay, ja. So, in eure Richtung kommen direkt. Ja, erst eine, ich hab halt nur keine. Ja. Einfach in die Büsche. Und ein bisschen Haken schlagen. Wir müssen es zu denen laufen. Ja, ich bin dabei. Okay.
Mir fällt gerade auf, ich sehe eure Steps ungefähr in eine Richtung. Ich glaube, wenn ihr Krach macht, sehe ich so kleine blaue Kreise. Ah. Ach, dann müssen wir schleichen? Scheint so, ja. Okay, das erklärt, warum du uns eben wieder gefunden hast. Ja. Ja, wow. Also ist ja, wie soll man dir entkommen? Gar nicht. Also man muss halt wirklich zusammenbleiben. Ist halt witzlos. Ja. Ich glaube, die beste Taktik ist, einer kümmert sich nur um Signalfackeln oder und um Heilung. Nein, wir zwei müssen schießen immer und einer. Genau, also halt im Team. Und einer stellt immer die Fallen und das zu viert zusammen im Team. Ja, ich bin jetzt tot. Nein. Ja, bin tot. Nein, Hino. Überlebe ich das? Ja, also aufteilen darf man sich wirklich nicht. Oh Gott, nee, das ist oh, ganz Scheiße. Tot. Alter, wie viel Schaden hast du bekommen? 50. Was? Boah, jo. Von der Falle. Nein, ich bin runtergefallen. Oh nein, geht das auch? Ja, nee, ja. Ich bin runtergefallen. Ja, gesprungen, whatever. Ich bin freiwillig runtergefallen. Hino, lebst du noch? Nee, ich bin, also ich liege hier halt und blute jetzt aus. Aber Gnu, wenn du hinrennst, schaffst du es eventuell noch. Ja. Ist er noch bei dir? Oh scheiße, jetzt kommt er zu mir. Okay, that's it. That's genau, also it. Wenn ihr, ja, glaube ich, nicht schleicht, dann sieht er euch. Ja. Was nutzt er halt eiskalt aus, ne? Stört sich der Antimate. Stört sich. Okay. Gott, das ist unangenehm. Ja, okay, also, wir dürfen nicht rennen, oh, wir müssen schleichen. Jetzt kann ich zu dir rennen. Ist eigentlich ähnlich wie Dead by Daylight. Problem ist, ich habe jetzt keine Heilung mehr, weil ich war down. Jo. Hast Kalle, du noch was Henno? Ich bin so gut wie tot. Weil der mich gerade übelst verprügelt. Scheiß Tunnel. Ja, das war's. Ja. Okay, hier gibt's auch keine Heilung mehr. Lol. Ja, ich habe auch keine Heilung. Also den dreifachen Loot merke ich nicht. Ja, Henno ist so bald verloren gegangen. Oh. Aber heil mich doch, du Affe. So, ich mache Henno nackig. Chris, hast du Healing? Nee, ich hab kein Medipack. Dann sag das doch, Kalle. Ja, hatte ich. Ich war gerade muted auszusehen. Ach so. Ja, dann hast du es doch nicht gesagt. Ich hab's zweimal gesagt. Und hä, dann das heißt, wir alle haben kein Healing? Hä, das kann doch nicht sein, dass wir spawnen da an dem Wohnwagen und da kein Healing ist bei dreifachem Loot. Doch, doch, also, in dem Wohnwagen war was. Ich musste nur einen schon benutzen. Ach so. Und jetzt hätte ich noch keins, hätte ich keins mehr gehabt, weil ich ja jetzt auf dem Boden bin. Guckt mal, dass ihr euch erstmal trefft. Also am besten... Okay, habt ihr schon. Alles klar, sorry. Ja, irgendwie Healing suchen. Kalle, wie weit ist der? Ist da, ja, er steht genau vor mir und ich habe noch 5 Leben. Und oh no. Dann ich glaube, er finisht mich jetzt. Nee, doch nicht. Er hat keinen Mori dabei. Oh. Den Sternekoch. Ah, oh, Digga. Okay, ich sehe gerade, wir konnten ja auch das Lager gar nicht looten. Also, wir passen zusammen. Trennen, ganz dumme Idee. Am besten zu viert bleiben, Aufgaben gut aufteilen. Zusammen sofort looten. Wir wissen jetzt aber immerhin schon mal, dass wir schleichen müssen. Das finde ich jetzt schon mal sehr gut. Das wussten wir nämlich nicht. Gnu, er ist bei dir. Gnu, siehst du das, was ich hier auf die Straße gestellt habe? Da, schieß mal drauf, schieß mal drauf, schieß mal drauf. Oh, Baby. Oh! Oh, oh nein! Oh, nein. Oh, oh nein, jetzt kugelt ihr beide auf den Boden aufeinander rum. Ach du Scheiße! Oh, Alter! Links von dir ist eine Falle. Oh, Alter! Danke! Oh, sorry! So wenig Schaden, Alter! Ja, wir müssen Bigfoot nerven, auf jeden Fall. Boah, das sieht aber schon also echt ganz schön zerfleischt aus jetzt. Es fühlt sich so an, als könnte er sich einfach alles leisten. Also guck mal, er steht da und es ist theoretisch. Ich blute! Hör auf! Nein! Hör auf! Nein!
Es juckt ihn halt einfach echt nicht. Aui, nein, Alter. Oh mein Gott. Nein. Boah, das war Chokeslam. Nein, hör auf. Wie ich damit rumwiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Du, 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 du. Hör auf. Ich will das Ding jetzt gewinnen, Mann. Kannst du dich irgendwie selber schlagen, damit es schneller geht? Komm her, Stölzel, du bist drauf. Jetzt bringen sie um. Geh da rein. Komm, Stölzel. Geh da in die Falle. Oh nein! Okay, jetzt gehst du in meine Falle. Nein, auf! Ja, gut, wo ist die Falle? Ich hab keine mehr. Darf ich die mit der Axt ein bisschen kloppen? Brechstange hilft gar nichts. Das auch nicht. Ich messer dich jetzt. Oha, das dauert so lange. Ja, ich hab gefühlt unendlich Leben und ihr habt keine Chance. Messer macht halt 3 Schaden und er hat halt 1300. Ja, ich hab wirklich halt den Eindruck, dass ihr gar keine Chance habt. Okay, lass mich dir einfach mal ins Gesicht knödeln. Ja, ja, knall mich einfach mal tot. Das ist ja WoW-Raid, oder? Ich würde vorschlagen, Sterze killt jetzt einfach nur ganz schnell. Nein, ich will es jetzt kurz gewinnen. Nein! Ich hab keine Power, ich kann's nicht. Na komm. Wer zuerst stirbt? Ja, das ist ja wohl klar. Ich kann nicht hauen, ich hab keine Energie mehr. Lass mich! Nein, komm, Stöß, dann töt mich! Oh, wie süß! Lass mich! Komm her, Stöß! Guck mich nicht an! Stöß! Guck mich nicht an, bitte! Stöß! Stöß, komm! Ich möchte ein Fell haben, es wird kalt, es ist Winter! Okay, komm, töt mich, das dauert zu lang! Ich kann nicht, ich hab keine Energie, ich kann nicht schlafen! Hä? Okay, aber das ist zum Beispiel auch eine gute Info. Aber dann rennt er halt weg. Was musst du jetzt machen? Ich werde jetzt den Papo looten. Oder essen, glaube ich. Wie lange dauert das denn? Ich krieg jetzt tatsächlich so alle 3 Sekunden. Stößen, komm mal kurz her, wir erledigen das jetzt schnell. Okay, aber ich glaube, wenn wir sein Leben und sein Damage nerven, dann und wir uns nicht aufteilen, dann wird's actually, dann muss er vorsichtiger spielen. Ja, auch noch mal reinstößen, bitte. Ich weiß, was soll das? Ich glaube, die Falle kann ich noch mal verwenden, das ist gut. Dann bitte hier noch mal reinlaufen. Wie viel Leben hast du denn? Das ist wie zu 400. Kannst du sie nicht einfach totschlagen? Nee, ich habe keine Energie zum Schlagen. Komm hier reinstößen jetzt. Und die kriegst du nur durch Essen, mir. Oder wie? Durch Essen und durch Warten. Also ich habe jetzt in den... Komm, wir beenden es jetzt einfach. Ich lasse es jetzt. Oh, God bless. Okay, so, ich habe immer noch 10 Leben. Okay, jetzt kann er mich töten. Ja, Chokeslam, Super Splash, Dings. Also Leute, Piledriver. Super ihr habt jetzt Splash, gesehen, Piledriver. Wie lange es dauert, den zu töten? Ja, wir nerven den. Der wird genervt. Das heißt, Taktik, nicht auseinandergehen, zusammenbleiben, Aufgaben gut verteilen und... Jo. Ja. Aber ich glaube, dann passt es auch. Und vor allem schleichen. Auch. Schleichen und verstecken. Das ist auch eine wichtige Info. Sterzig, erklär es nochmal mit dem blauen Pünktchen. Genau, also irgendwie habe ich die ganze Zeit gesehen, wenn ihr gerannt seid, habe ich so blaue, so wie Soundwellen gesehen vor mir. Wenn ich Klaus an euch dran bin, höre... In welcher Entfernung ungefähr? Nur wenn ich Klaus bin, so 50 Meter oder so, dann sehe ich so, dann sehe ich, glaube ich, so blaue... Ja, wenn ihr halt Geräusche macht irgendwie. Aber wenn ihr einfach nur sneakt oder normal geht, höre ich die, glaube ich, nicht oder sehe ich die nicht. Okay, das ist auch gut. Okay, also halten wir fest, jetzt werdet ihr es bei Papo sehen, dass wir den endlich besiegen. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ralf reicht's. Und der Voice-Chat, der muss aber noch ordentlich überarbeitet werden. Yo, der ist ja Garbage, Digga. Garbage! Naja, Leute, wir sehen uns bei Papo. 2 Papo. Und jetzt raus! Papo mit R.